Feinschmeckertouren, Folge 174. Feinschmeckertouren. Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen. Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hi, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute geht's in den zweiten Teil unseres Interviews mit Tino Pölzer, Chef der Pölzer Essig-Spezialitäten in der Nähe von Graz in der Steiermark. Und heute erfährst du die Antwort auf Tinas Frage aus dem ersten Teil. Was gibt's denn so für Essige? Was wird denn da gern genommen? Was ist denn das Portfolio? Und welche Essige zu welchen Speisen eine tolle Kombination sind? Du erfährst außerdem, was Tino Pölzer sonst noch braut und welche vier Typen du brauchst, um eine gute Vinaigrette anzurühren. Und jetzt geht's weiter. Viel Spaß beim Hören. Kommen wir vielleicht einmal jetzt zu Ihrem Angebot. Wenn ich daheim sage, ich esse gerne Salat und ich möchte aber nicht immer die gleiche Geschmacksrichtung haben. Also in letzter Zeit beispielsweise haben wir gern Salatdressings angemacht mit Apfelessig und mit ein bisschen Senf. Das schmeckt uns sehr gut. Aber was würden Sie sagen, welche zwei, drei Essige sollte jede Hausfrau, jede Verbraucherin daheim stehen haben? Jeder Hobbykoch, darauf besteht. Jeder Hobbykoch, genau. Also vor allem die Hobbyköche, weil ich lasse mich ja gerne bekochen. Ja, okay. Was sind so die Geschmackssorten, die am gernsten genommen werden, wie man so schön sagt? Was Sie vorhin angesprochen haben, ist die klassische Vinaigrette. Mhm. Apfelessig oder Essig, Senf und Öl. Da braucht es im Übrigen einige Leute, die einige Mitspieler, damit diese Vinaigrette gut wird und der Salat gut wird. Das wissen Sie? Nicht? Vier Personen brauche ich. Ach so, ja gut, das sowieso. Das ist der erste, das ist der Sparsame, der gibt den Essig dazu. Der Großzügige gibt das Öl dazu. Der Geizige gibt das Salz dazu. Und der Temperamentvolle rührt um. Vier Personen. So wird eine gute Vinaigrette und ein guter Salat. Super. Genau. Und wird es bei dir immer besser wie bei mir? Ja, klar. Weil ich habe immer zu viel Essig. Nein, ich liebe Essig. Ja, aber 1:3. Das ist leider mein Problem. Man verkauft dreimal so viel Öl wie Essig. Das könnte ein zweiter Standbein werden. Nein, dazu gibt es zu viel Öl. Nein, das passt schon. Nein, man kann nicht alles machen. Aber es ist so, ja. Im Übrigen, das ist ein Sprichwort, ein altes spanisches Sprichwort, das ist nicht von mir. Ja. Aber zu Ihrer Frage, welche Essige sollte man haben? Oder was gehört in die Küche? Gute Frage. Gusto und Orfeng, sagt man, sind verschieden. Ihnen jetzt zu sagen, ich kann Ihnen nur sagen, das schmeckt mir. Ich habe mir das angewöhnt und nachdem wir ja da jetzt nicht ein Interview für einen amerikanischen Sender machen, ne, traue ich mir das auch zu sagen. Die verschiedenen Essigsorten ist wie Sex. Man muss die verschiedenen Sorten ausprobieren, dann merkt man, welcher schmeckt, wo man bleiben sollte oder was man lassen sollte. Ich kann Ihnen sagen, mir persönlich schmeckt unser Apfelcreme-Essig sehr gut zu deftigen Salaten. Bohnensalat, Käferbohnensalat, Krautsalat, Kartoffelsalat oder Erdäpfelsalat, wie wir in Österreich sagen. Jetzt können Sie uns sagen, ich hätte ihn gerne auf Radicchio-Salat. Wer bin ich, dass ich Ihnen sage, was Ihnen schmecken soll? Ich bin immer dafür. Ausprobieren, kosten, etwas, was für gut empfunden ist, wie gesagt, da haben wir wieder den Connection zum Sex, wenn es für gut empfunden ist, beibehalten, ansonsten vergessen, was Neues probieren. Natürlich werde ich, oder für leichte, luftige Salate, Blattsalate, Paradeissalate oder Tomatensalate, werde ich eher Balsamessige nehmen. Apfelbalsam, Apfelbalsam mit Himbeer oder unsere Kräuteressige, wie Apfelessig mit Zitronenthymian, mit Basilikum, kommt das leichte, luftige, das sommerliche eher zu tragen, als wenn ich jetzt ja einen deftigen Salat habe. Ne? Zitronenthymian oder Holunderblütenessig zu einem Bohnensalat geht er unter. Dann hängt es immer noch davon ab,
welchen Essig kombiniere ich mit welchem Öl? Mit einem Kürbiskernöl, mit einem guten Olivenöl, mit einem Nussöl. Das ist ja das, diese unheimlich vielen Variationen, die da möglich sind. Habe ich da die Frage jetzt in etwa beantwortet? Ja, also ich würde sagen, Sie haben alles Ofengläser, aber Sie sind absolut auf der richtigen Spur unterwegs. Ja, es ist tatsächlich so, man muss es ausprobieren, ja, glaube ich. Also nichtsdestotrotz, was wir daheim haben, ist klar, Apfelbalsamico und Apfelhimbeer, das finde ich immer ganz klasse, weil das einfach so den Sommer transportiert. Ja. Aber letztendlich, klar, es ist wie immer Geschmackssache. Ja. Aber speziell natürlich der Apfelbalsamessig ist so die Einsteigerdroge. Ja, und die wirkt auch gut. Also. Nein, klar. Deswegen nennt man sie ja Einsteigerdroge, nicht? Da werden ja die zukünftigen Konsumenten herangezüchtet. Ne? Ja, in dem Fall ist aber okay. Ne? Ja, also Sie haben ja jetzt im Prinzip die Richtung genannt, also die fruchtigen, die kräutrigen, die pikanten, ja, ist ja alles erdigen da. Erdigen eigentlich, ja, mit Creme oder ja, Horseradish. Meerrettich, sagt man in Deutschland. Ja. Versucht das immer zu übersetzen. Genau. Bleiben wir nochmal bei der Vinaigrette, weil Sie machen ja auch einen weiteren Bestandteil, den man dazu braucht. Ne? Sie machen ja auch Senf. Wir machen auch Senf, ja. Ja, dann passt das ja eigentlich. Genau. Aber was würden Sie da von Ihrem Portfolio empfehlen? Kommt drauf an. Also mein persönlicher Liebling ist der Senf mit Honig, weil ich dann eher doch mit den weil er süßer ist, weil ich ihn gern süßer habe. Und wieder für bestimmte, für deftige Würstel brauche ich einen Kreinsenf. Da spare ich mir den Meerrettich. Schmeckt einfach. Zu einem Schweinsbraten ein Knoblauchsenf dazu. Super Jause. Ehrlich? Ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen jetzt. Schweinsbraten mit Knoblauchsenf. Machen Sie den Schweinsbraten nicht mit Knoblauch? Also mir kochen sowieso keinen Schweinsbraten, aber ich kenne den natürlich. Und Schweinsbraten und Knoblauch, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ohne geht gar nicht. Geht gar nicht. Gut, also. Super. So ein richtiger Schweinsbraten mit einer knusprigen Schwarte, wenn da nicht wirklich viel Knoblauch drauf ist, eincremen mit Knoblauch. Ein Traum. Also ich kenne natürlich den Schweinsbraten aus Bayern, aus meiner Heimat. Und ich bin mir ganz sicher, da spielt Knoblauch überhaupt keine Rolle. Weil das würde schmecken. Okay. Das finde ich echt interessant. Vielleicht ist ja das gerade das Geheimnis, wo so ein Schweinsbraten nochmal ganz anders rauskommt, als du ihn kennst. Tatsächlich, das müssen wir mal probieren. Knoblauch, genau, müssen wir mal probieren. Kümmel. Ja. Kümmel ist klar, ja, passt. Mhm. Am Knoblauch richtig Knoblauchzehen zerdrücken und richtig einschmieren. Also wir lieben ja Knoblauch, wir machen das ansonsten eigentlich an fast alles außer Schweinsbraten. Okay. Eine Frage. Was klappt? Ja, genau. Dazu muss ich sagen, wir verwenden natürlich ausschließlich frische Zutaten. Das heißt, und meine Mitarbeiter, wenn wir Knoblauchsenf machen oder Meerrettichsenf, dann wird Meerrettich geschält, zerrieben und beigemischt und Knoblauch genauso. Der wird zerrieben. Also wir machen uns diese Knoblauchpaste dann selbst aus frischem Knoblauch. Super. Also kein Granulat oder irgendetwas. Das sind frische Zutaten. Schmeckt man natürlich auch. Ja, da bin ich überzeugt. Ja. Ja. Zum Creme hätte ich noch eine Frage. Also ich habe jetzt hier in dem Biohotel Retter, wo wir gerade wohnen, beim Frühstück oder auch sonst frisch geriebenen Creme Meerrettich. Und den finde ich deshalb so richtig klasse, weil der eher mild ist. Also es gibt ja oft diesen Meerrettich, der so ganz scharf ist. Wie ist Ihrer? Was nehmen Sie für einen? Und schärfen natürlich. Aber okay. Nur mich wundert es. Also grundsätzlich ist so, natürlich raucht der Creme sehr schnell aus. Wenn er frisch gerieben ist und er steht jetzt eine halbe Stunde am Buffet, dann ist er ausgeraucht. Dann wird es das sein. Ah, okay. Ja, aber also grundsätzlich sind die Steiermark ist ein Kreinland, kein Anbaugebiet, die sind höllisch. Okay. Ja, und ist das dann auch höllisch in Ihrem Senf? Oder? Nein, das nicht. Nein, durch die Verarbeitung, was macht den Kren höllisch? Das sind im Prinzip diese ätherischen Öle, ja, die drinnen sind.
Die verflüchtigen sich natürlich, die nehmen mit der Senf, mit dem Senf natürlich, gehen sie eine Verbindung ein und werden nicht dem, also nicht so, ich bin gegen das zu scharfe. Ja. Es muss auch nicht sein, dass man, dass sie irgendetwas aus Chili macht, dass man den Magen durchbrennt. Wir wollen ja dann doch für breiteres Publikum Produkte produzieren. Ne? Ja, vor allem denke ich immer, oder habe ich immer so das Gefühl, wenn es zu scharf ist, dann schmecke ich es auch gar nicht mehr. Vollkommen richtig, weil da wird ja alles betäubt. Genau. Und ich bin konzentriert, die Schärfe in genau. meinen Knospen im Mund ja. wahrzunehmen, beziehungsweise teilweise zu unterdrücken. Da spielen ja dann Gefühle mit. Wie entkomme ich dieser Schärfe? Ja. Den reinen puristischen Geschmack kriege ich ja nicht raus. Und das ist ja etwas, worauf ich eigentlich stehe. Ich brauche auch kein Fleisch mit einer Soße. Ich will den puren Geschmack des Fleisches schmecken. Spreche ein bisschen gegen mein Geschäft vom Senf. Ich habe lieber, ja, das Fleisch, ich brauche keine Marinade zum Beispiel beim Grillen. Okay. Gut, aber man kann auch... Ja, man kann da einen Senf dazugeben. Okay, ja. man kann das ist selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Unbedingt. Ja. Man kann aber noch was dazugeben. Also zum Löschen von zu viel Schärfe, wobei die haben wir bei ihren Produkten nicht, habe ich jetzt gelernt, was gut ist. Das heißt, man braucht auch nicht unbedingt was zum Löschen, wobei mit Getränken Schärfe ablöschen geht sowieso nicht, brauchen wir Brot. Aber zu dem Senf, zu dem Schweinsbraten und anderen Köstlichkeiten haben sie ja auch noch was Neues jetzt angefangen, nämlich ein Produkt, was mich persönlich auch sehr interessiert, nämlich Bier. Sagen Sie mal was zu Ihrem Bier. Und wie sind Sie darauf gekommen? Durch Zufall. Sieht sich durch. Wie bin ich zum Bier gekommen? Bekannte Familie, bekannte Unternehmerfamilie, bekannte Bäckerei in Graz mit über 20 Filialen Kaffeehäusern, wo zwar nicht jetzt riesig viel Bier getrunken wird, aber 20 Kaffeehäusern, sind an mich herangetreten, ob ich für sie Bier brauen möchte. Backstubenbier, sogar Backstubenbier. Grundsätzlich wollte ich schon als junger Mann immer Bier brauen und habe mich mit 60 Jahren, wo andere an die Pension denken, habe ich mir gedacht, passt, neue Herausforderung. Habe mich in die Produktion von Bier eingelesen, Selbststudium, verschiedene Fachleute zu Rate gezogen und eine eigene Brauerei gebaut. Das heißt, wir haben die gesamte Anlage im Betrieb selbst errichtet. Aus gebrauchten Kesseln und mit verschiedenen Methoden, mit eigenen Prozessen, die es angeblich in Österreich gar nicht gibt. Warum ich mich drüber getraut habe, war erstens, weil ich mich immer traue, was Spaß macht, aber auch, weil es altverwandte Prozesse sind. Ein Journalist hat mich im Braumagazin als Universalbrauer bezeichnet. Mhm. Es gibt in Österreich niemand, der Essig und Bier braut. Und beides sind Brauvorgänge. Es ist der Beruf des Essigbrauers, das ist die Berufsbezeichnung, und nicht Essigmacher, sondern ist der Essigbrauer. Und der Brauer, der traditionelle, was unter traditionell unter Brauer verstanden wird, ist der Bierbrauer. Aber diese Kombination macht keiner. Oder trauen sich die wenigsten dazu. Warum? Weil überall, wo Essig gemacht wird, sind Essigbakterien und da muss man sehr sauber und sehr getrennt arbeiten, damit ich diesen essigsauren Stich nicht ins Bier reinkriege. Das ist alles. Und wie gesagt, durch diese Herausforderung oder durch diese Anfrage und offen für Neues, wieder neue Wege, zusätzliche Standbein, habe ich mich drüber getraut und ja, und seitdem brauchen wir halt Bier. Wobei das Bestreben beim Bier im Gegensatz jetzt zu unseren Essig vertreiben wir europaweit, beziehungsweise sogar bis nach Japan. Das Bestreben habe ich beim Bier nicht. Beim Bier ist, was der grundsätzliche Gedanke ist, ein regionales Bier, Bio-Bier selbstverständlich, zu machen, ohne jetzt große Ideen an Export etc. Geht es um eine bodenständige,
kleine Brauerei. Nicht mehr und nicht weniger. Wird das Bier mit Dinkel oder mit Weizen gebraut? Braugerste. Okay. Wobei jetzt ein Dinkelbier in Steenach ist, weil wieder ein anderer Kunde gerne ein Bio-Dinkelbier hätte. Da haben wir wieder Ketten. Also das sind auch wieder, dahinter wird wieder ein Private Label Bier. Mhm. Aber natürlich auch, dann auch unser Affenberger Bier. Selbstverständlich, das ist ganz klar. Aber auf Anfrage testen wir, probieren wir. Naja, wenn einmal Kapazitäten geschaffen sind, dann kann man auch was Neues probieren. Noch. Ja, also wir sind nicht ganz so klein. Ja, wir sind gegen normale Brauerei, sind wir eine kleine Brauerei, aber wir können pro Sud so an die 4,5 Hektoliter machen. Also 450 Liter pro Sud. Mhm. Zwei Sude kriegen wir am Tag zusammen. Also ich kann in etwa 900 Liter Bier am Tag machen. Das ist natürlich Mickey Maus, aber wenn ich jetzt sage, wir sind bodenständige Brauerei, die maximal so 30, 40 Kilometer im Umkreis liefern möchte, dann ist es schon eine Herausforderung, weil 30, 40 Kilometer bei uns im Umkreis leben 400.000 Menschen. Also ja. Kundenstock genug vorhanden, jetzt müssen wir es nur noch finden. Und ich wäre schon der Weg zu Ihnen finden, da bin ich mir sicher. Zumal das hier ja wirklich also sehr idyllisch gelegen ist, wo Sie hier sind. Also ja. Wenn jemand Ruhe hören möchte, wenn nicht gerade, sagen wir mal, draußen der Gabelstapler die Produktionsmenge hin und her schiebt, dann ist mir bei Ihnen ehrlich aufgehoben. Also das gefällt mir super. Und dann auch im Sommer jetzt gerade, wo ja die Temperaturen häufig ja, um die 30 Grad liegen, haben wir bei Ihnen so diese kühle, grüne Erfrischung. Das ist traumhaft. Also speziell wirklich von Menschen, die gerne Sonne haben, gerne Süden haben, irgendwie das mediterrane Klima, aber dann doch von der Hitze nicht überfordert werden wollen. Mhm. Die sind bei Ihnen goldrichtig. Mhm. Machen Sie mir nicht so viel Werbung, ich will ja meine Ruhe. Jetzt war das immer absolut und bald Busfahrtplätze bauen. Gut, aber das gute Stichwort, das heißt du, liebe Hörerin, lieber Hörer, du kannst natürlich, ohne dass du herkommen musst, die Produkte auch über den Onlineshop kaufen, nehme ich an. Genau, wir stellen dir wieder alles natürlich bei uns auf die Shownotes, dass du die Produkte der Manufaktur Pölzer, ich sag das mal so, einfach auch beziehen kannst. Und ja, ich bin gespannt jetzt noch auf das, was wir da verkosten können. Ihnen erstmal herzlichen Dank für die wirklich interessanten Einsichten und auch vieles Neues, was ich persönlich jetzt wieder gelernt habe. Hat unheimlich viel Spaß gemacht und ja, weiterhin alles Gute. Machen Sie es gut. Ja, ich bedanke mich fürs Interview, vor allem für das Interesse und auch natürlich die Möglichkeit, Marketing-Werbung für uns und unseren Betrieb zu machen, wo wir doch ein bisschen sonst zurückhaltend sind. Ja, danke vielmals. Und an die Hörer sage ich, wie man in Deutschland sagt, tschüss. Genau. Genau. Lass es dir gut gehen, wie immer. Ja, genau. Hab eine schöne Zeit. Ciao. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen. Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir. Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja, wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss. Deine Feinschmecker-Guides Bettina und Burkhard.